Hallo meine lieben Minecraft-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Co-op Jumpman zusammen mit Flint. Hallo! Jo, diesmal scheint alles besser geklappt zu haben. In dieser Folge machen wir jetzt die nächste Stage, also fangen wir an. In der letzten, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, der sollte sich den mal angucken. Da haben wir nämlich dieses schöne Ding hier gebaut. Mit dieser schönen Musik hier, die. Din, din, din. Ja, okay, also, Flint, ich würde sagen, ja. Wir legen einfach direkt mit der Stage hier los, oder? Ja, warte, ich mache einmal noch ganz kurz vorne was beim Eingang. I will check it, ob I can do it. Just do it. Ja. Ja, man muss das auch schon richtig bauen können, ne? Das wäre schon ein Vorteil, wenn das man kann, ne? Was habe ich falsch gebaut? Deine Familie. Was machst du denn? Warum machst du das denn zu? Das ist doch, hätte es doch für jeden offen sein. Ja, das ist doch nicht schlimm. Diese. Oh Mann, aber eine Tür ist cool. Nee. Wir haben schon genug Türen bei uns. Okay. Genug Türen. Ja. Genug Türen, So, ich hatte nämlich vor, eine kleine lustige Sache zu bauen. Und zwar, sobald diese Tür hier aufgeht, wird sich hier ein Mechanismus aktivieren. Der relativ gemein ist, aber dafür ist es halb so, das ist einfach lustig. Was ist das denn? Die werden sich nach und nach ausfahren, also das ist so ein smoother Übergang und dann musst du mitlaufen und rechtzeitig springen. Ach, weil die nur kurz ausfahren und wieder genau. Ein. Oh, ich habe gerade gesehen, ich muss sie alle eins zurückmoven. Ich werde das dann mit Observern machen. Genau das gleiche kommt bei mir auch hin. So, machen wir natürlich wieder Musik an. So. Genau. Nein. Hand vor Mund, wenn man hustet, keiner will Corona haben. Hand vor Mund, wenn man hustet, keiner will Corona haben. Kann ich aufs Internet übertragen werden? Musstest du das? Ja. Der aus dem Po oder der aus. Ich meine. Genau. Ja, So, Internet Observer. Observer, soll ich die Felder mal richtig schreiben? OB? das ist falsch. Die musst du moven, also drehen. Also, ja. Genau. No. Ich kann Deutsch. Perfekt. And then you must to do this and this. And then da drauf coming. This. Muss man das mit der Hand wieder zurückbauen, das wäre ja. Soldat. Hä? Wie geht dein Tech-PC? Ich antworte nicht, habe ihn nicht gesehen. wir müssen zweimal Signal hier durchschicken, ne? Ist schon. Siehst du das? Oh, das sieht so schön aus. So. Und hier? Mach einfach hier einen Redstone und dann. Ja, aber dann fahren die gleich aus. Nee. Ne? Achso, ja. Mach einfach so weiter. Ich geb mal kurz ein Signal durch, ich will mal gucken. Hä, geht doch voll. In der Ola-Welle.
Guck mal, warte. Ich will mal versuchen zu locken. Ja, gut. Ja! Genau. Warte, ich mache hier eine Wand hin, dann geht das besser. So. Ja, jetzt komme ich versuch mal nicht an den Button. Warte, ich drück schon. Ja, genau. Das letzte Stück. Okay, stell dich nach vorne. Du musst auch. Ich, okay, und lauf schon mal vor. Ja, genau in die Lücke gesprungen. Wie viel Pech kann man haben? Das ist schon. Warte, ich mach eine Glock dran, da muss ich tatsächlich mal selber drücken. Warte. Muss natürlich auch ein bisschen warten, ne? Also, es soll ja nicht direkt wieder angehen, deswegen. Mach mal. Ja, yeah, ist gut, mach ich schon. Fast and the Furious. Okay, das war's. Ah. Ah, das ist blöd, das ist relativ blöd. Ja. Ah, das ist zu schnell. Warte, ich hab das Bein. Oh Gott, das ist riesig. Kann man das überhaupt schaffen? Ich hab einen Tick langsamer. Mann, so kann man das schaffen. Ja, du musst schon loslaufen, wenn die rausfahren und nicht, wenn die reinfahren. Ja, es ist gemein, es ist gemein. Ja, das wollte ich auch. Vor allem die Sprünge sind ja das Miese, ne? Du bist zu spät. Nein, warum bin ich denn stehen? Das sah doch so gut aus. Wie geht das? Das? Ja! Tick länger. Nein! So, ich hab's nicht. Guck mal, rückwärts kann man das schaffen. Oh Gott. Ja, ein Stick mach ich noch rein. Das heißt, bei mir kommt genauso was wie nach. Hui! Okay, Leute, das ist schwer. Ah. Oh. Man kann das schaffen, ich weiß nicht. Ja, oh! Jetzt mal die Beziehung. Oh. Das ist der Springer. Ah, okay. So, ich glaube. Ja, ja! Oh! Oh Leute, das ist gut. Das ist sehr nett. Ja, ja, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Guck mal, wie ich die Sprünge form, das ist ganz nett hier. Ey, guck mal, weißt du, was der Trick ist? Guck mal her, komm her. Komm nicht. Komm hier auch. Ha, schon wieder geschafft. Das ist ja übelst schwer, aber man kann es schaffen. Also, ich hab's geklappt, ich muss aber auch hier davon schaffen. Ja, stimmt, was für Scheiße. Ich muss das besser können als du. Das heißt, das Ding geht aus. Sobald die Türen aufgehen, setzt mich hier ein Signal rein, was hier unser schöne Dings aktiviert. Zwar laggt das, aber deswegen. Also Leute, wir haben gerade ungefähr die miesesten Party drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, also, ich mach nochmal das Ding hier einfach auf. Und da geht's auch schon. Ding, ding, ding. Ja, oh mein Gott, ich springe sogar zu weit.
Aber warte, ich versuche mal jetzt noch weniger zu machen, weil das immer klappt. Nein. Das kann man schon schön. Oh, hat der Tee geklappt. Oh. Ah, ja. Schade. Oh, das hatte ich nicht. Nein! Ich glaube, das ist einfach zu dick, dann wäre das nicht so. Ich hoffe, das ist nicht mit dem Tor angeschlossen. Schließen das ganz am Ende ans Tor an. Okay, warte, ich reset das einmal, damit es auch beim Reset des Tores aussieht. Ich muss den Reset-Knopf sowieso wegkriegen, weil der wieder öffnet. Ich frage mich gerade, ob die Blöcke anbleiben können. Ja, anscheinend nicht, okay. Wenn man runtergefallen ist, gibt es hier eine Leiter, mit der man wieder hochgeht. Ja. Okay. Wir haben immer noch nicht das zweite Secret versteckt, ne? Ja, das sollten wir mal langsam machen. Also echt, was lässt du dir da einfallen? Das ist doch echt. Weißt du, wo ich das hinpacke? Direkt. Man wird das ja nicht First Try schaffen, also wenn man nicht weiß, was hier passiert. Wie soll denn das gehen, Alter? Warum hast du mich denn verzögert? Weil es einfacher ist. Die grüne Seite ist für die Dullis. Hör mal an. Aber was hast du gemacht? Hier kannst du die eigentlich weglassen. Mach doch hier auch die Glocke dran wie ich. Du musst bedenken, dass die dann auch deaktiviert werden muss, ne? Wenn man. Deaktiviere ich mit einem Toggle. Mit meinem Toggle. Was ich habe gebaut. Ja, das Problem ist, wenn ich alles resette, sollte jetzt auch ausgehen, ne? Ja. Nee, geht die Türen, guck mal, bei mir geht die Türen auf und das geht los. Ja, dann mache ich das auch so, also echt. So, wenn wir hinten durch sind, damit das nicht mehr laggt, wird das. Oder soll ich das separat? Das könnte nämlich dann später anfangen zu laggen, wenn man so weit weg ist. Warte mal, was habe ich jetzt gerade für FPS? Ich habe jetzt gerade 60. Das heißt, ich aktiviere das mal. Ich will wissen, auf wie viel das da runtergeht. Also ich ungefähr 60. 60, 0, 54, 50, 53, ja, 50. Also sehr Server auslassen ist das jetzt nicht. Ah, 48, okay, 48. 60. Also ich halt 42, 41. 30. Ja gut, ne? Wenn ich das die ganze Zeit durchlaufe, ich meine, wir haben ja bestimmt noch so 50 Stages vor uns. Ja. Das heißt, ich würde separat machen. Ah, guck mal, ich könnte, wenn man hinten durch ist, das heißt, alle durch sind, drücken beide auf den Knopf. Wenn beide auf den Knopf gedrückt haben, gehen beide die Türen auf und hier schaltet sich alles ab. Das heißt, wir können hier diesen Reset-Dings wegmachen und machen hier eine Separatmatte. Genau der letzte zieht rein, wenn du am Start bist. Mach mal hier deine grüne Matte. Ah, okay, deine ist da. Okay, also, das Ding haben wir.
Wir sollten irgendwie Notenblöcke da unten verstecken. So. Nein, jetzt ist das wieder so, ne? Wenn ich das ausmache. Ja, du einfach noch ein zweites Signal einmal durchschicken. Wenn du die Glocke hast wie ich, dann können die gar nicht ausgefahren bleiben. Ja, ich weiß, es ist mir jetzt auch gut aufgefallen. Ich habe exakt so eine Glocke. This Redstone braucht man nicht. Wie viel FPS habe ich bei mir, wenn ich hier bin? Ich hätte, wenn ich ganz nah dran stehe, 38. Ich habe 60. Guck mal. Versuch mal bitte bei mir durchzukommen. Ja! Ja! Versuch mal bei mir durchzukommen. Weil jemand einfach nur noch rauskommt. Ja, ja. Ich stelle das auch nicht um. Perfekt gestellt. Guck mal, ich zeig mal. Guck mal weg, geh mal. Ja, ne, das kannst du nicht sehen. Guck mal zu, guck mal nur zu. Junge, was war das? Jetzt ist das Ding komplett schmutz. Nein. Wenn man das ausmacht, dann kann man das wieder normal machen. Normal, genau. Guck. Verdammt. So, jetzt bitte nichts machen. Ich will das nämlich einmal zeigen jetzt. Jetzt gehen wir weg da und gucken wir mal nur zu. Okay. Gesehen? Das heißt, zwei Sek. Was? Hast du es gesehen? Ach Junge, ich hab doch gesagt, sollen wir zuschauen, Junge. Du warst abgehabert. Ja, wow. Das ist magisch. Warte. Kann ich ja besser Flug der Karibik spielen. Ah, jetzt warum bleibst du nicht stehen, ey? Das ist ganz schnell. Also siehst, ich spring los, wenn das nicht. Ah. Bitte nicht spielen, weil das sonst nicht Copyright geschützt ist. Ich muss aufhören, ne? Achso, schade. Okay. Okay, dann baue ich das nämlich hier noch zu Ende. Okay. Und dann kannst du ja noch eben verabschieden. Ja, mache ich. Ja, ich gehe hier so. Guck mal, ich guck dir so weit zu. Tschüss. Nee. Tschüss, ne? Ja, ciao. Ja, Leute, Darsh sind weg. Der lässt mich jetzt im Stich. Nein. Ja. Sehen wir mal wieder in Aufnahmen allein. Wie gesagt, falls ihr das Video heute schon seht, es wird ein Livestream kommen. Und zwar von einem neuen Lego-Spiel. Ich habe schon gesagt, Lego der Hobbit. Ich bin jetzt kein Hobbit-Fan oder so, ich habe das einfach nur bei einem Giveaway bekommen und möchte es gerne mal einmal anspielen. Ich werde sehen, ob es mir gefällt oder nicht. Ja, also bauen wir das Ding hier noch eben zu Ende. Ich habe mir gedacht, dass wir hier oben einfach jetzt so Knöpfe machen, wo dann die, also die Türen sind ja hier und beide müssen den Knopf gedrückt haben, also die Knöpfe müssen leuchten, damit die Türen aufgehen und der hinten deaktiviert sich alles, weil sonst alles zu sein. Wenn wir sie mit T-Flop anschließen, ist die Frage, ob die auch so klug sind und es auch gedrückt lassen und nicht nochmal drauf drücken. Ah, ich sehe gerade das Problem. Die Lampe leuchtet. Ach, Regen, nein, aus. So. Moment, wir packen hier eine Wolle. Oder nee, machen wir einfach so hier. Und die Lampe leuchtet dann. Ja, perfekt. So. Moment, hier, da. Ich hoffe, es klappt.
muss hier nicht irgendwie noch ein extra Ding zu packen. Eigentlich in die andere Richtung machen müssen. So. Damit es nicht irgendwie irgendwann zu Bastwitches kommt, muss ich auch die anderen nochmal alle umändern. Aber wir arbeiten hier mit Kesseln. So. Sieht einfach besser. Sieht nicht besser aus, aber ist besser. So. Müssen noch irgendwie das hier ansteuern. Sollte aber auch kein Problem sein. Austesten. Ah ja. Okay. Wenn ich nochmal drücke, geht's halt wieder aus. Packen wir jetzt hier drüben noch einen zweiten Kolben hin, der das resettet. Ne? Ja schon. Oh. Ja, irgendwie dumm. So, war schön. Das heißt, wenn das hier leuchtet. Geht das hier. Wenn es leuchtet, geht die noch nicht auf. Erst wenn beide leuchten. Wir machen nämlich den Endgate rein. Ah. Na geht doch. So. Und dann machen wir jetzt hier eine Fackel hin. Genau. Das ist die gleiche Technik, packen wir jetzt auch hier drüben nochmal hin. Ah, warte mal, das sind 1, 2, 3. Also muss ich hier. Genau. Muss ich hier runterführen. So. Gut. Und einfach die gleiche Sache nach wieder. Oh gut, ich wollte finden. Ja. Also. Jo. Was kann man noch so sagen? Dass es nicht so langweilig ist. Alter, wie viel die. Oh, ey, nee, schon nicht wahr. Ich kann nur sagen, dass ich momentan eher so ein bisschen im Lernstress bin. Aber das ist ja ganz normal. Montag schreibt noch eine Bio-Klausur, dann Dienstag noch eine Englisch-Klausur, Freitag noch eine Mathe-Klausur. Warum lösche ich andauernd immer diese. So, Wasser wieder rein.
Ah. Hä? Ja, kann sein, dass ich das irgendwie ein bisschen verschoben habe. Machen wir einfach so hier. Ah, habe ich das noch? Ja, doch, ich habe. Hä? Nee. Okay, ich bin jetzt gerade komplett verwirrt. Ah, da liegt das Problem. Genau, so. Also, haben wir das Ding jetzt auch? Sollte auch funktionieren. Hoffentlich. Perfekt. Jetzt leuchten auch beide. Und jetzt sollte eigentlich. So, oh, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, also, wenn ich jetzt eins nämlich ausschalte, sollte die Leitung wieder an. Also, schalten wir hier diese Seite um. Ach, da. Haben ja hier unsere schönen Fackeln. Ich muss jetzt noch anschließen. Ah, ich habe das ganze Ding sowieso eins zu weit noch da gebaut. Wie ich gerade. Okay, jetzt trotzdem. Genau, also schließen wir jetzt hier noch unsere Repeater an. Erst dann geht die nämlich auf. Und sobald das hier aufgeht, resetten wir einmal hier diese Line. Also, wenn ich hier gedrückt habe, resettet er sich automatisch. Ach so, war das ein Dingsbild? Aha. Also wenn man es immer machen sollte, geht die Tür wieder zu. Aber was bringt denn das? Das ist, ne? Eigentlich ist das relativ dann unnötig, also. Oh, ey, schon wieder diese Fliege. Ich lasse es einfach hier reinhalten. Könntest du jetzt gleich mal ausprobieren? Das muss ein Knopfdruck sein, ne? Das hier ist ein dauerhaftes Signal. Warte mal, wenn ich das resette. Oh, jetzt bin ich gerade etwas, warte mal. Aber wenn das hier angeht. Das einzeln noch mal machen. Und zwar geht dann dadurch die Türen auf, aber die müssen auch zugehen. Wenn ich das resette, würde sich das hinten wieder aktivieren. Nee, damit das nicht. Ah, ja, okay, doch. Ich muss aber trotzdem den einen Pisten da lassen. Ich muss hier gar keinen Dings machen. Lass ich trotzdem jetzt da. Wenn er da ist, dann ist er da. Was ich einfach nur machen muss, ich muss das Signal einmal hier umleiten und einmal an diesen Pisten führen, weil der macht ja nichts. Wenn das nicht da ist, dann ist es auch nicht da. Das, ah,
3, wenn das jetzt an sein sollte. Nochmal, das ist jetzt mal aus eigentlich. Wenn es angeht, dann bleibt er dauerhaft an. Stimmt, der bleibt dann dauerhaft an. Die gehen wieder zu. Die gehen durch. Die Türme aufwärts resettet wird, geht er zurück. Ja, ja, passt schon, passt schon. Das passt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Jetzt bin ich dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Machen wir einfach den hier. Einfach aus sicher. So. Okay, also, das Ding sollte jetzt eigentlich nicht ausgefahren sein, ne? Das heißt, wir müssen einmal am besten hinten direkt. So, sollte das eigentlich frei machen. Genau. Also, wir machen einmal das Ding hier. Ah, ich brauche die Reset Line noch vor hinten. Warum mache ich das eigentlich? Ich weiß nicht, wofür ich die eigentlich immer mache. Eigentlich kann ich doch normale Pistons verwenden. Ach, egal. Falls ihr euch fragt, warum ich trotzdem immer noch die rote Leine hier mache. Einfach nur immer zum Testen. Das muss jetzt machen wir mal hier. Nicht. Weil ich den Knopf nicht gedrückt habe, wenn der hier angeht. Ah, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil ich jetzt eigentlich hier drücken sollte, sollte. Weil der jetzt zugehen. So, wunderbar. Okay. Also, probieren wir es mal aus. Was zur Hölle? Ach, geht doch. So. Ah, ja, geht los. Ah, schade. Das ist sehr schwer, das ist schon diese Schwierigkeit dran. So. Ja. Aber hab's geschafft. So, wir machen die Tür auf. Okay. Das sieht nur nichts. Das geht aus. Oh, wunderschön. Genau. Sobald ich jetzt resette, dann kann keiner mehr durch. So, sollte der einfach nur zurückgehen. Ja! Einmal Applaus. Wunderschön. Kommt jetzt nur noch aufs Design in dem Raum an. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ah, Musik aus. Verdammt. Sorry. So. Okay, Leute. Also. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge mal gucken. Denkt dran heute, 15 Uhr Livestream. Macht's gut und ciao. Leute.